Wir sind als Familie zelten gegangen. Und ich habe im Vorfeld für mich und meine Frau eine dicke Luftmatratze gekauft. Dass wir es auch mal ein bisschen bequemer haben im Zelt. Und in der dritten Nacht dann ist meine Frau verwacht, hat mich geweckt, sie konnte nicht mehr schlafen. Ihr ahnt es, die Luft war praktisch draußen. Und ja, wir haben dann irgendwie Rochaden vorgenommen und irgendwann habe ich dann irgendwo auf etwas Weicherem dann wieder Platz genommen oder zu liegen gekommen und wieder probiert einzuschlafen. Aber ich habe mich irgendwie wahnsinnig aufgeregt. Einerseits über die Luftmatratze, die doch neu ist und anscheinend schon wieder irgendein Löchchen müsste haben, irgendeinem Ort, wo die Luft rausgeht. Und andererseits über meine Frau, die mich belehrt, dass ich einen schlechten Kauf gemacht habe. Und als ich so überlege, habe ich mich irgendwie auch geschämt vor Gott. Ich habe nämlich einen Tag vorher so einen Vers gelesen in der Bibel, Römer 12, wo es heisst, dass unser ganzes Leben soll ein heiliger, Gott wohlgefälliger Gottesdienst sein. Also auch dann, wenn einem die Luft ausgeht. Zumindest der Luftmatratze. Und jetzt bin ich doch schon so lange Christ und mit Jesus unterwegs und reg mich noch über so etwas auf, oder? Denn es ist ja Ferien und wenn man mal zur Nacht nicht schlafen kann, in der Ferien ist nicht so schlimm, dann kann man am Tag ein Nickerli machen, dann kann man den Schlaf ja nachholen, der einem fehlt. Nein, ich habe mich richtig aufgeregt. Und der Vers, den Paulus da sagt, über den wollen wir heute ein bisschen nachdenken. Er sagt, dass mein ganzes Leben, dies und mein Leben, soll ein lebendiges, heiliges Opfer sein, das Gott gefällt. Und solche Gottesdienst erwartet er von dir und von mir. Also Gottesdienst ist nicht das, was wir jetzt heute Morgen da miteinander haben. Das ist ein Sonntagstreff. Gottesdienst ist mein ganzes Leben. 7 Tage in der Woche. Tag und Nacht. 24 Stunden. 365 Tage im Jahr. Schauen wir uns die 2 Verse ein bisschen genauer an aus Römer 12. Und zwar starten wir heute eine Fortsetzung. Wir haben Anfangsjahr ja mit einer Pilgerreise durch den Römerbrief angefangen, die ersten 8 Kapitel sukzessiv angeschaut. Und heute steigen wir ein im Kapitel 12 und nehmen nachher so Perlen raus unter dem Thema «Der Weg eines Jüngers». Wir haben da vorne eine grosse Wand, 4,5 Meter lang, 2 Meter hoch, mit dem wunderbaren Weg aufgezeichnet, aufgemalt, mit einem Füßabtritt. Danke vielmals, Rebi, für das Kunstwerk. Und sonst ist sie noch leer. Jeden Sonntag sollte da etwas Neues illustriert werden, etwas hergezeichnet werden, etwas hergeklebt werden. Unter dem Thema «Der Weg eines Jüngers». Also ich bin gespannt, wie das am Schluss dann aussieht. Das Bild da vorne. Vers 1, Römer Kapitel 12. Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Geschwister, mit Leib und Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges und heiliges Opfer, das Gott gefällt. Was ist das Motiv, dass du dein Leben möchtest Gott zur Verfügung stellen? Ich habe letzte Woche einen lustigen Witz gelesen, weitgehend zu diesem Thema. Eine Frau kommt in den Himmel und verlangt sofort beim Petrus, ihren Mann zu sehen, der vor 2 Jahren gestorben ist. Und der Petrus schaut dann im Computer im Verzeichnis und sagt, liebe Frau, ich finde ihren Mann nicht. Ja, ich schaue mal unter den Heiligen. Unter den Heiligen ist auch nicht. Dann sagt sie, ja, wir könnten mal unter den Seligen suchen. Unter den Seligen findet sie ihn auch nicht. Dann sagt der Petrus, Moment mal, wie lange sind sie verheiratet gewesen? Dann sagt die Frau voller Stolz, 51 Jahre. Sagt der Petrus, jetzt weiss ich, wo ich suchen muss, unter den Märtyrer. Das ist jetzt heute nicht das Thema Mann und Frau, Beziehung, wer da Opfer ist oder mehr das Opfer ist oder Täter ist. Das ist heute nicht das Thema, es wäre auch mal interessant, darüber zu reden. Sondern die Frage ist, was ist dein Motiv, dass du sagst, ich gebe mein Leben als Opfer her? Und zwar dem Gott. Dem Gott, der uns so liebt. Und der Paulus gibt das Stichwort Barmherzigkeit Gottes.
Gott hat sich über dein Leben erbarmt. Als Jugendlicher, gell, das war zum Beispiel ein Motiv für mich, ich möchte berühmt werden. Berühmt werden wie der Billy Graham, der vor Stadien füllt und Tausende von Menschen zum Glauben kommen. Das war sicher ein Motiv als Jugendlicher, dass ich gesagt habe, ich möchte mein Leben Gott zur Verfügung stellen. Es hat noch andere Motive natürlich gegeben. Was ist dein Motiv? So ein Opfer zu sein, wo du sagst, ich gebe mein Leben freiwillig her, als Opfer für Gott. Verschiedene christliche Medien berichten seit Längerem über die Erweckung unter Iranern. Ich weiss das auch von Leuten, die unter solchen, so dieser Volksgruppe arbeiten. Allein in Iran 1979 hat es weniger als 1000 Jesus-Nachfolger gegeben. Heute, knapp 40 Jahre später, da gehen die Schätzungen auseinander. Da sagt man, da gibt es heute 250'000 oder bis zu 1 Million. Oder eine andere Schätzung, bis zu 3 Millionen Christen. Also Jesus-Nachfolger. Was haben die für ein Motiv? Denn wer sich in diesem Land zu Jesus bekennt als Jesus-Nachfolger, dem droht Gefängnis oder Tod. Das ist etwas, was uns herausfordert. Wieso gebe ich mein Leben als lebendiges, heiliges Opfer hin? Paulus sagt, Barmherzigkeit von Gott. Gott hat sich über dein Leben erbarmt, weil er uns so gern hat. Er hat die Schuldfrage gelöst und den stellvertretenden Tod auf sich genommen. Und spricht dich und mich frei und schenkt ein neues Leben. Das ist unglaublich. Ich muss gar nichts dazu tun. Ich darf nur das Geschenk in Anspruch nehmen. Stellt euch vor, ein Brahman in Indien, der zu der höchsten Klasse oder Kaste gehört, der versucht, sein ganzes Leben ohne Sünde zu sein. Der versucht das mit allem Eifer und Ernst. Und ist überzeugt, dass am Schluss von seinem Leben, wenn er das schafft, dann er wiedergeboren wird in einer Kuh. Darum sind Kühe unter anderem heilig in Indien. Die gute Nachricht von Jesus ist, er schenkt dir und mir ein neues Leben. Er befreit mich von meiner Schuld, die mich getrennt hat zwischen Gott und uns Menschen und mir. Und er tut aber auch die zwischenmenschliche Beziehung wiederherstellen. Schenkt mir einen Sinn und einen Zweck. Ich muss nicht mehr länger aus meiner eigenen Kraft versuchen, ein gutes, heiliges Leben zu führen, das meiner Frau oder meinen Mitmenschen oder Gott gefallen sollte oder könnte oder müsste, sondern Gott spricht mich heilig. Heilig bedeutet Gott zugehörig. Gott zugehörig werden. Das ist heilig. Schauen wir unseren Weg miteinander an. Unser Jüngerschaftsweg. Am Anfang, irgendwann, der Zeitpunkt kann etwas länger zurück sein in deinem Leben oder vielleicht bist du noch dort dran, lernen wir Jesus kennen. Also, wir fangen uns mit Jesus an, auseinanderzusetzen. Jesus wird einfach eine wichtige Person in unserem Leben. Ich tue da jetzt. Einfach symbolisch das Christus-Monogramm herzeichnen. Die zwei Buchstaben mit dem das Wort Christus im Griechischen anfängt, mit dem Chi und mit dem Rho. Wir lernen Christus kennen. Wir fangen uns mit dieser Person auseinanderzusetzen, sei das als Christ, als Muslim, als Kind oder als Senior. Und ab dem Moment, wo ich mein Leben Jesus ganz anvertraue und sage, jawohl, Jesus, jetzt habe ich es irgendwie kapiert. Ich möchte mit dir leben, ich möchte mein Leben dir anvertrauen und dir die Regie überlassen, dann kommt Jesus in unser Leben hin und ich möchte das so darstellen, dass er eigentlich unseren Weg
unseren Lebensweg durchkreuzen tut. Dazu habe ich jetzt hier rote Farbe und mal da ein Kreuz über unseren Weg. Und wenn man das anschaut, auf unser Leben betrachtet, dann ist vielleicht die Entscheidung, dass ich mit Jesus will leben, momentan Aufnahme. Aber nachher geht es weiter. Nachher geht es darum, dass ich mein Leben lang im Nachfolgen dem, sagen wir, dann Jüngerschaft. Das geht bis an mein Lebensende. Dass ich Jesus nachfolge und in einem lebenslangen Prozess von der Veränderung hineinbleibe. Ich möchte jetzt noch etwas sagen zu der Schweiz. Auch zu dem Thema, Menschen lernen Jesus kennen. Auch in unserem Land. Nicht nur im Iran, sondern auch in der Schweiz. Die neueste Statistik von Alpha Life zeigt, dass jährlich über 2000 Menschen zum Glauben kommen in unserem Land, allein in der Schweiz, durch die Kurse, die angeboten werden, Land auf, Land ab. 40 Menschen pro Woche, 5 bis 6 Menschen pro Tag kommen zum Glauben an Jesus in der Schweiz, allein durch Alpha Life. Das ist eine fantastische Zahl. Und das Geniale dahinter, ich meine, das ist eine Statistik, ich führe auch Alpha Life Kurs durch und die Werbung ist schon parat für den Nächsten, der dann nächstes Jahr folgen tut. Das ist alles schon in meinem Büro parat. Das kommt dann zur Zeit, dann auch zu euch. Und immer wenn man einen Kurs durchgeführt hat, dann gibt man eine Statistik ab. Statistiken, die können manchmal auch täuschen, aber es zeigt etwas von einer Realität. Und wir dürfen ruhig darüber uns freuen. Menschen kommen zum Glauben in unserem Land 5 bis 6 pro Tag. Nur durch Alpha Life. Und da gibt es ja Haufen andere Sachen auch, wo Gott wirkt. Ich denke einfach, Alpha Life ist eines der effektivsten Mittel der letzten 22 Jahre in unserem Land, wo Menschen Jesus dürfen kennenlernen. Und sie lernen nicht nur Jesus kennen, und das ist das Geniale. Sie kommen in Beziehung mit anderen Christen. Und das ist auch eine Statistik, die zeigt, dass die allermeisten, dass dort der Glaube weitergeht. Weil sie in Beziehung sind mit anderen Christen, das A und das O. Also Alpha Life. Da kommen Menschen zum Glauben und auch in unserer Gemeinde sind Leute schon mehr zum Glauben gekommen. Ganz viele schon, ganz eine Handvoll oder Dutzende, ich weiss nicht, das ist vielleicht übertrieben Dutzende, ja, ich habe es nicht zählt. Zum Teil sind sie wieder weggezogen, die Leute. Aber wir haben eine ganze Reihe von Menschen. Mehrere Reihen, wenn man da die Stuhlreihe füllen würde, mit Leuten, die durch den Alpha Life auch bei uns in der Kirche Bild in den letzten Jahren zum Glauben gekommen sind. Ich weiss nicht, wo du zum Glauben gekommen bist, durch was, wie auch immer. Du bist am Anfang vielleicht sehr begeistert. Es ist alles neu. Jemand hat mir mal gesagt, als er zum Glauben gekommen sei, das wie wenn alles irgendwie reingewaschen sei. Ich alles irgendwie intensiver wahrgenommen habe. Die Farbe in der Natur, alles war intensiver gewesen. Schöne Erfahrung. Und wir sind dann begeistert von Jesus. Wir sind engagiert. Wir lassen uns engagieren für Jesus. Und dann kann es sein, dass es mit den Monaten oder mit den Jahren immer ruhiger wird in deinem Leben. Also ruhiger im negativen Sinn, wenn es um Jesus geht. Ja, okay, machen wir das auch noch und das. Und eigentlich wirst du immer müder und müder. Und du sitzt her und du hast dann irgendwann mal die Füße hochlagern und deine Arme verschränken und schaust mal, jetzt sollen die anderen mal ein bisschen mehr arbeiten, oder? Ich habe mir jetzt da genug Arsch aufgerissen für dieses und jenes. Jetzt sollen doch die anderen mal ein bisschen arbeiten, oder? Ich weiß nicht, ich sage nicht, dass ich nie so Gedanken hatte. Aber wenn das uns begegnet, dann haben wir nicht verstanden, was es geht auf dem Weg mit Jesus, was Jüngerschaft bedeutet. Jesus ruft Jünger zu sich, auf dass sie bei ihm sein sollen. Das ist das Erste.
was in der Jüngerschaft geht, dass wir näher bei Jesus sind. Und dann als Zweites natürlich, dass wir lernen, ja, so denken, so reden, so handeln, wie er auch würde handeln. Und darum komme ich zum zweiten Vers, wo der Paulus sagt, nehmt nicht die Forderung dieser Welt zum Maßstab, sondern ändert euch, indem ihr euch an Gottes Maßstäben orientiert. Ich lese den Vers nochmal. Nehmt nicht die Forderungen dieser Welt zum Maßstab, sondern, anders übersetzt, lasst euch ändern durch die Verwandlung eures Sinnes. Der Paulus verwendet da ein Zauberwort. Verwandeln. Metamorpho. Wir kennen das Wort Metamorphose. Von dem kommt das Wort, wenn sich ein Raupe verpuppt und zum Schmetterling wird. Kennen wir. Das ist irgendwie ein Wunder. Etwas, was passiert, ohne dass ja die Raupe das irgendwie beabsichtigen tut. Aber genau das Wort nimmt der Paulus, um den Veränderungsprozess zu beschreiben, der in unserem Leben stattfindet, darf stattfinden, ab dem Moment, wo Jesus in unser Leben hineinkommt und wir mit ihm unterwegs sind, kommen wir in den Veränderungsprozess hinein. Sprachlich ist es interessant, dass es nicht im Aktiv geschrieben ist, sondern im Passiv. Das bedeutet, es passiert in uns und durch uns. Ich darf einfach noch das Häkchen setzen. So wie bei einem Vertrag auf dem Internet, oder wo man dann runterscrollen muss, nachdem man, weiss nicht, wie viele Sachen gelesen hat, so klein geschrieben, dann muss man das Häkchen setzen. Jawohl, okay, bin einverstanden. Obwohl man es nicht gelesen hat. Und da ist es auch, wir setzen das Häkchen und sagen, Heiliger Geist, du darfst es tun an uns. Mach's. Wir sind befreit. Denn Veränderung, so ein Veränderungsprozess, das tönt immer wahnsinnig. Oh, wahnsinnig streng, oder? Sich verändern. Ja, tönt nach Aufwand. Ich glaube, dass es jetzt auch durch die Brille von der Jüngerschaft angeschaut, glaube ich, zu der Veränderung, zum Veränderungsprozess braucht es drei Faktoren. Drei Gs. Ganz einfach zu merken. Das Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Als Erstes, Gebet ist das, dass ich in einer täglichen Beziehung mit Jesus leben versuche, immer wieder zu reden mit ihm, auch zu hören, in einer Kommunikation mit ihm bin. Tagtäglich ihn suchen im Gebet. Das Zweite aber auch, dass ich im Wort von Gott, in der Bibel lesen tue, als Inspiration für mein Leben, aber auch als Richtschnur, wo ich prüfen kann, was gut und wohlgefällig und was vollkommen ist für Gott. Und das Dritte, Gemeinschaft. Es gibt das wunderbare Zitat vom Bischof, Gottes Wort kommt erst in der Gemeinschaft zum Klingen. Und ich sage, Gottes Wort kommt nicht nur in der Gemeinschaft erst zum Klingen, sondern auch das Gebet kommt erst so richtig in Fahrt in der Gemeinschaft. Und wenn ich das so betrachte und auch unser Leben, mein eigenes und auch das Leben von vielen Christen, dann fällt mir immer wieder auf, wie extrem individualistisch wir in unserer Gesellschaft geprägt sind. Jeder liest die Bibel für sich selber. Jeder betet für sich selber. Ja. Ist auch gut, ist auch wichtig. Klar. Aber probiert mal, das irgendwie ein bisschen aufzulocken und zu sagen, komm, mach es miteinander. Wie auch immer, in der WG, vor dem Arbeiten mit einem Kollegen, in der Familie, Vater-Sohn-Projekt. Einmal in der Woche lesen wir miteinander die Bibel, betet miteinander. Tauscht uns aus. Wieso machen wir das nicht öfters miteinander? Als Ehepaar haben wir uns angewöhnt, Cornelia und ich, dass wir in der Regel jeden Tag miteinander unsere Zeit nehmen. Ich sage das nicht, dass ihr das auch müsst. Auch ich muss mir die Zeit nehmen. Und es ist auch eine umkämpfte Zeit. Am Morgen, ich bin eher ein Morgenmensch und ich würde am liebsten am Morgen aufstehen und ins Büro gehen und arbeiten gehen. Aber ich sage jetzt, nehme einen Schritt zurück und ich möchte zuerst mit meiner Frau zusammen, wenn immer möglich, einen Austausch haben, beten, Bibel lesen. Und das stärkt unsere Beziehung
Es ist nicht nur für uns, aber ich glaube, der grösste Segen erntet mir selber in dem Sinne, dass unsere Ehe, unsere Gemeinschaft tragfähiger wird, von Tag zu Tag. Aber wir nehmen auch Anliegen aus der Gemeinde immer wieder auf und beten für auch Einzelne von euch. Und tun auch so, ja, für euch beten. Jüngerschaft. Das ist so wichtig. Miteinander. Nicht alleine. Denn wer alleine ist, der wird aufgefressen vom Zeitgeist. Denn alleine, was willst du schon alleine? Nur miteinander in der Gemeinschaft können wir Kraft entwickeln, dass wir sagen können, wir denken anders, wir handeln anders. Anders als der Zeitgeist uns es vorgibt. Nur miteinander können wir in diesem Verwandlungsprozess hineinbleiben. Der Paulus beschreibt also, so wie eine Raupe sich nicht selber verwandeln kann, so können wir, so kann ich auch nicht selber aus mir heraus ein besserer Mensch werden. Es braucht den Geist Gottes. Es braucht die drei Faktoren, die 3G, Gebet, Gottes Wort und Gemeinschaft. Und das im Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und zeichne da jetzt noch unser Leben auf die weiße Wand. Wir machen das mit diesen drei, so mit drei Kreisen. Der innere Kreis ist unsere Seele. Der Geist, Entschuldigung. Zeichnen und reden ist für uns Männer anstrengend. Zwei Sachen machen auf einmal. Und für die, die am Radio sind oder am Podcast, die müssen sich das ein bisschen vorstellen halt. Und dann gibt es eben noch einen dritten Kreis. Das ist dann der Körper. Und da oben, da ist wie ein Trichter, da kommt der Geist Gottes in unser Leben hinein. Da. Heiliger Geist. Der dockt an unserem Geist an. Und je mehr wir in Übereinstimmung sind mit dem Heiligen Geist, wo unser Denken in der Bibel auch oft mit dem Herz wiedergeben oder verglichen, wo unser Denken, unser Herz kann verändern, desto mehr wird auch unsere Seele, unsere Gefühle, unsere Emotionen in die Jüngerschaft hineinkommen, wo Gott eben gefällt. Und natürlich hat das auch Auswirkungen auf meinen Körper. Dass Menschen, die gebückt durchs Leben gegangen sind, wenn sie Jesus erfahren und von innen Erneuerung erfahren, dass sie aufgerichtet werden. Das hat Auswirkungen auf den Körper. Natürlich kann es sein, dass man alt und gebrechlich wird. Das kennen wir. Jeder ist dem Verfallprozess unterlegen, dass unser Körper plötzlich nicht mehr so gut mag. Oder wenn eine Krankheit, ein Schicksalsschlag, einem Strich durch die Rechnung macht und das Leben durchkreuzt, dass mein Körper nicht mehr mag, dass mein Körper nicht mehr mitmag und ich Schmerzen habe. Aber auch dann darf ich wissen, dass durch den Geist Gottes von innen nach außen wir dürfen erneuert werden und dürfen wissen, wir werden einmal einen neuen Körper bekommen, wenn wir bei Jesus sind. Also von innen nach außen ist der Veränderungsprozess, wo der Geist Gottes möchte bewirken, durch das, dass wir im Austausch sind mit Gott, im Gebet, sein Wort lesen und auch in der Gemeinschaft bleiben mit anderen Christen. Das Ziel ist, was der Paulus beschreibt, dass wir mit unserem ganzen Menschsein sollen für Gott da sein. Mit Leib, sagt er, also mit unserem ganzen Körper, für Gott da zu sein. Das ist das Ziel, das Paulus anvisiert. Also nicht nur ein paar nette Worte von mir, wie heute Morgen, oder ein paar schöne Lieder
von der Tabea, sondern mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Leib, mit meiner ganzen Seele soll ich Gott zur Verfügung stehen. Das ist das Ziel. Also wenn meine Frau, meiner Tochter zum Beispiel, zeigt, wie man einen Zopf macht, dann ist das Jüngerschaft. Ist jetzt nicht hochkomplex theologisch. Ausser, wenn sie nachher noch erklärt, dass es da drei Zöpfstränge gibt und dass man die zöpfelt und das ist wie Vater, Sohn und Heiliger Geist. Am Schluss ist das eins. Und so ist auch Gott eins in drei Teile. Aha, dann wird das plötzlich, kommt das plötzlich Tiefe über. Auch theologische Tiefe über. Gottes Ziel ist nicht, den Himmel zu bevölkern mit Seelen. Das ist nicht sein Ziel, dass der Himmel voll wird mit Seelen, sondern Gottes Ziel ist, dass Mann und Frauen zu Jüngern werden, die die Welt durchdringen. Und zwar heute und jetzt. Damit alle Völker dürfen zur Erkenntnis kommen und zu Jesus dürfen umkehren. Das heisst, dass mit meinem ganzen Leben, mit meiner ganzen Zeit, mit meinem ganzen Know-how, mit meiner Fähigkeit, mit meinem Geld, mit Tanz, mit Handwerk, soll ich Gott mich zur Verfügung stellen. Und das ist alles, hat alles mit Jüngerschaft zu tun. Für Gott da sein, Gott zugehörig werden. Da steckt der Jüngerschaftsprozess dahinter. Ein Leben lang. Ich habe nie ausgelernt. Das ganze Leben geht darum, jünger zu werden. Wer möchte das nicht? Jünger werden? Hä? Hand hoch. Wer möchte nicht auch jünger werden? Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, werden wir jünger, zumindest im Geist. Das darf ich so sagen. Kommen wir zum Schluss. Nur so, sagte Paulus, nur dann können wir beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und ich glaube, es gibt unter Christen wirklich den edlen Wunsch, immer wieder auch, wenn ich höre, ich möchte Gottes Wille tun. Jawohl. Ich möchte seinen Wille tun. Aber Gottes Wille zu erkennen, ist weitgehende Frucht, die wächst automatisch aus deinem Leben raus. Je mehr, dass du verbunden bist mit ihm, desto schärfer ist dein Sensorium, dass du im Stimmenwirrwarr von unserer Gesellschaft kannst Gottes Stimme erkennen. Das ist aber eine Frucht, die wächst in deinem Leben. Du musst mit Eifer irgendwie Gottes Willen anfangen zu suchen und mit Ernst dahinter sein, dass du dich so verstiefst und Angst hast, dass du nichts falsch machst. Nein. Es geht um eine Beziehung. Ich habe manchmal das Gefühl von mir selber, dass ich manchmal Gott zu einem Navigationsgerät degradiere. Wo es einfach darum geht, was ist jetzt dein Wille da und was ist dein Wille dort, zeig mir das und führe mich richtig. Dabei sagt Gott, ich möchte viel mehr mit dir Gemeinschaft haben, Beziehung pflegen. Und dann komme ich weg aus einer Leistung, dann komme ich weg aus dem heraus, dass ich irgendetwas könnte falsch machen, sondern Gottes Wunsch ist, dass wir aus dem tiefsten inneren Herzenswunsch heraus ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Aus Liebe zu ihm. Aus Leidenschaft zu ihm. Die Grundfrage ist dann nicht mehr, was darf ich noch als Christ jetzt noch tun und was nicht? Darf ich noch flirten am Arbeitsplatz? Darf ich noch Lotto spielen? Darf ich noch ein Porno konsumieren? Darf ich einen Nicht-Christ heiraten? Das ist gar nicht mehr die Grundfrage. Die Grundfrage ist, was hilft dieser Beziehung zu Jesus, dass ich da näher komme zu ihm? Und wenn das mein Motiv ist, dass ich näher möchte zu Jesus kommen, dann werden viele Sachen abfallen im Leben. Es wird uns frei machen. Ich darf aus Leidenschaft Jesus nachfolgen. Ich möchte zum Schluss zwei Eindrücke weitergeben. Das eine ist, wenn du da bist und denkst, ich komme vor wie auf einem Floß oder in einem Schlauchboot, auf einem Fluss. Und es treibt dich einfach, du driftest eigentlich weg. Du driftest von der Route von Gott weg, weil du dich einfach treiben lässt von dieser Flut. Wenn das dein Zustand ist, dann ermutige ich dich, komm zurück, übernimm Verantwortung von deinem Schlauchboot. Komm wieder zurück
zu Menschen, die mit dir durchs Leben gehen können. Der andere Eindruck ist, wenn es Menschen gibt, die irgendwie verbissen um den Willen von Gott suchen und Angst haben, sie könnten links oder rechts irgendwie etwas falsch machen oder weg, irgendwie abkommen vom Weg. Ich möchte dir zusprechen, es geht nicht darum, irgendein Regelwerk zu erfüllen, sondern in die Beziehung hineinzukommen zu Jesus. Voller Leidenschaft, Jesus nachzufolgen. Komm zurück in die erste Liebe zu Jesus.